Okay, die üblichen Konflikte. Genug Wechselmöglichkeiten. Auf die drei rüberschieben und hier wechseln. Noch mehr davon. Machen wir das noch nicht gleich. Jawohl. Und dorthin. Hier gibt es keine Konflikte, denke ich. Könnte es welche geben? Und das gleiche nochmal hier, dann müssten wir damit durch sein. Weg mit dem Traffic. Ist natürlich hier teilweise krasse Wechsel von denen, die jetzt außen fahren, die dann darüber wollen. Das könnte man jetzt über diese beiden Knoten noch mit den Linien, mit dem Linienwerkzeug so einstellen, dass sie auf diese äußere Spur kommen. Also nicht komplett bis ganz runter müssen. Müssen wir mal beobachten, ob das notwendig ist. Können zur Entlastung auch noch Folgendes machen. Alles muss man denen einzeln sagen. Aber wirklich alles. Das ist doch ganz schön. Klar, das Atomkraftwerk brennt. Ich glaube, ich spinne.
Jetzt kommt natürlich hier wieder keine Feuerwehr an, weil die von irgendwo anders kommt. Natürlich meine eigene Schuld. Ganz klar. Na, schaffen wir es noch? Immerhin haben die Atommeiler offensichtlich Priorität. Sehr schön. Die Icons werden weniger. Abgesehen davon, dass der Club hier keinen Strom hat. Und deswegen auch nicht arbeitet. Danke. Das regeln wir hier über einen Park. Aufräumen. Scheint aber gut zu laufen. Ich erinnere, No Despawn Mod ist aktiv. Kein Auto wird weggebeamt. Wir sind am Start. 81.000 sind 10.000 weniger, als wir mal hatten. Das wird sich aber noch wieder geben. Welche Probleme habt ihr? Ah, ich hasse diese Art Kreuzung. Normalerweise würde ich jetzt in meinem Spiel so eine Kreuzung nehmen. Die habe ich selber gebaut. Tutorial ist hier verlinkt. Hier kann zwar nicht gedreht werden, also von einer Autobahn auf die andere gewechselt, aber es gibt keinerlei... Also gewechselt kann schon werden, aber nicht komplett... Also so wie es hier zum Beispiel möglich ist. Ich zeige euch das eben schnell. So zu fahren, so. Und direkt wieder auf die Gegenseite zu wechseln. Das ist hier nicht möglich in dem, was ich hier gebaut habe. Aber es gibt halt keine Konflikte. Nirgendwo. Nirgendwo kreuzen sich Spuren. Und das finde ich schon sehr wichtig. Hier ist ordentlich Verkehr, das macht aber nichts. Wo wir hier schon dabei sind, können wir... auch nochmal... daran arbeiten. Wie gesagt, ich werde mich da in Zukunft noch drum kümmern. Die Kreisverkehrsthematik in einem eigenen Tutorial nochmal zu beleuchten und zu gucken, wie bauen wir einen perfekten Kreisverkehr, der hervorragend den Verkehr leitet, ohne dass ständig Konfliktpunkte entstehen. Warum ich das nicht früher gemacht habe, weiß ich selber auch nicht. Aber gut, so ist es. Ist da jetzt ernsthaft eine Ampel entstanden? Naja, kloppt euch. Solange sich das Zeug da nicht tödlich staut, müssen wir uns da nicht weiter drum kümmern. Das läuft auch alles ganz gut. Keine Terrorstaus mehr. Hier rennt der Verkehr. Alles durch. Flugbetrieb ist wieder aufgenommen worden. Leer machen.
kaum noch Probleme. Kaum Icons, die uns Probleme anzeigen. Ja, ihr habt halt ein bisschen wenig Kunden, das spielt aber keine Rolle. Das würde sich geben, während man die Stadt weiterentwickelt. Kommen wir kurz zu der Geschichte mit dem Frachtbahnhof hier. Sieht doch sehr gut aus. Und zwar haben wir beispielsweise an dieser Stelle ein Handelsgebiet, sehr weit weg von der Belieferung durch unser Industriegebiet. Und das regeln wir, indem wir hier einen Frachtbahnhof hinstellen und einen anderen auf die andere Seite bringen. Das Pendant tun wir. Man tut nicht tun sagen. Das Pendant bauen wir an diese Stelle. Will an der vorne nicht funktionieren. Wir bringen mal einen Kontakt zum Güterverkehr außerhalb der Karte hier hinten herum. Wasser fehlt. Ja, machen wir. Kommt sofort. Bitteschön. Strom fehlt dir wahrscheinlich auch noch. Nein, Strom haben wir. Das greift. So. Diese Linie wird jetzt automatisch bedient. Hoffen wir. Wir schauen mal. Ja, da ist schon der erste reingefahren. Wie üblich dauert das natürlich eine kleine Weile, bis das so richtig läuft. Bis die Fabriken das spitz bekommen haben und die Lieferungen starten. Das sieht doch gut aus. Da haben wir ihn. Ja, nicht so viel los. Der Kollege kommt gleich hier an. Ja, alles klar. Da ist er. Jetzt wird ausgeladen. Und die Autos, die halt über diese Frachtroute von der Straße genommen werden, die haben wir halt nicht in der Mitte. Und das sorgt wiederum dafür, dass wir weniger Verkehr haben. Sind wir soweit? Können wir den Verkehr checken? Ich denke, das sind wir. Einmal speichern, bevor wir uns dann noch dem öffentlichen Verkehr, öffentlichen Personennahverkehr zuwenden. Das hier sieht doch alles wirklich sehr, sehr gut, sehr flüssig aus. Die wollen von hier aus direkt auf die Autobahn, weil das hier nicht geht. Ändern wir das doch mal schnell.
Diese Auffahrten sind natürlich eigentlich viel zu kurz, um direkt vom Highway zu kommen, aber das ist hier jetzt ohne größere Umstrukturierung nicht möglich und ich will es jetzt nicht übertreiben. Soll nur laufen. Gleiche Geschichte hier. Etwa noch ein Tunnel, ein versteckter. Ja, schau mal einer an. Das macht jetzt ein bisschen diese Auffahrt obsolet, ne? Vergesst das mal ganz schnell wieder. Ihr habt da unten drauf zu fahren. Das haben wir. Das läuft. Hier ist voll. Voll, voll. Was ist denn, wenn wir hier wieder eine Ampel reinbauen? Ist das dann ein bisschen besser? Durchaus. Schaufelt jetzt allerdings hier ohne Ende Verkehr drauf auf diese Geschichte. Ampel weg, läuft schon viel besser. Und das funktioniert auch. Mit einfachsten Mitteln. Alles gut. Ich glaube, verkehrstechnisch haben wir das jetzt hier schon so weit bereinigt, dass selbst ohne öffentlichen Personennahverkehr der Verkehr läuft. Jetzt müssen wir nur mal kurz schauen, wie es aussieht mit den... Ja, schlecht sieht's aus mit der Zufriedenheit der Leute. Hier haben wir noch das Phänomen, dass die ganzen Autos ständig auf diese Linie, auf diese linke Spur gehen. Das Wechseln machen sie nicht, ohne dass man sie dazu zwingt. Wir verhindern das dadurch, indem wir sagen, diese linke Spur darf immer nur direkt nach links abbiegen. Das heißt, wer jetzt hier rein will, muss mindestens die zweite Spur nehmen, um dann hier zu wechseln. Und so weiter. So zwingen wir die Sims dazu, mehr als die linke Spur zu nutzen und sich Ringelpiez mit anfassen mäßig immer nur an dieser einen Stelle aufzuhalten. Nein. Kein Zugang mehr. Danke. Das ist Servicegebiet. Wenn ihr in euer Wohngebiet wollt, dann nehmt ihr gefälligst die richtige Zufahrt.
kurz gucken. Um Gottes Willen, das sind auch ganz schön viele. Krankenhäuser. Wahnsinn, wie viele Krankenhäuser hier überall stehen. Gar nicht unbedingt nötig. Können wir wieder die Steuern ein bisschen senken. Schulen sind ganz gut verteilt soweit. Die hier haben keine Feuerwehranbindung, warum nicht? Mal gerade schauen. Ah. Das soll so nicht sein. Ein bisschen für Zufriedenheit sorgen hier. Sagte das Parkbudget. Hoch damit. Polizei ist soweit alles ganz gut. Abreißen, leer machen. Aber noch mehr zum Abreißen. Irgendwo schon wieder was Leeres. Ja, Hauptsache volle Sachen. Da. Hier müssen wir noch mal nacharbeiten. Keine Icons mehr. Ach, ist das schön. Herrlich, sage ich nur, herrlich. Keine Icons. Außer die paar hier. Aber damit kommen wir klar.